Wer hackt hier noch auf dem Baum ein? Der da drüben. Ein Baum bei meiner Axt. Ach, auf den hau ich schon ein. Gut. Auf den etwas stärkeren. Mal sehen, kriege ich dich diesmal geheilt. Ja. Gut, noch ein Hexenbaum gerettet. Oh, ein Heiltrank. Nett. Hier wird es aber langsam voll und kuschelig gerade. Also ja, Vorgrim, nimm du das mal. So. Ja, bringe Alvis zurück zum Mörder. Baum an der Brücke. Ich konnte die Prioten davon abhalten, den Baum zu fällen. Ja. Dann gucken wir doch mal, was Saphira für einen Auftrag für uns hätte. Dem Wind folgen. Feuer fliegen. Also ja, ich glaube hier im nördlichen... Oh, hier ist ein Labor, das heißt, sie ist Alchemistin. Und hat auch Pflänzchen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind falsch hier. Ach nee, wir müssen nach oben. Okay, Fehlschlag. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Fernkampf der Scharfschütze. Fernkampf 8 und gezielter Schuss. Fernkampf 8 hast du, ja. Meisterschütze braucht Fernkampf 9. Macht 2 Wunden und ignoriert die Rüstung. Und macht doppelte Schadenspunkte, was verdammt stark ist. Das macht nur eine Wunde und das macht gar keine Wunde. Okay. Da. Ja, die hat hier auch einen Hexbaum stehen. Aber der wird nicht bedroht.
Und ein Hexenhaus hat sie auch. Und dafür hat sie Quellwasser. Sprich, Freund. Wer schleicht sich da an eine alte Kräuterfrau heran? Zeig dich! Mein Augenlicht ist von Schleiern umgeben. Ah, die sieht nicht mehr ganz richtig. Was macht ihr hier mitten im Dunkeln des Waldes? Ich bin Kräuterfrau, immer auf der Suche nach dem Warnschatz der Erdmutter Sumo. Du darfst mich Saphira nennen. Ihr gehört auch der Schwesterschaft der Hexen an, wenn ich mich nicht irre. Wo kann ich mehr von euresgleichen finden? Ich will beweisen, dass ich eures vertrauenswürdig bin. Ihr Hexen müsst mir helfen, die magische Barriere an der Ruine zu überwinden. Ihr kennt euch mit den Kräutern des Waldes aus? Sonst wäre ich eine schlechte Kräuterfrau, mein Junge. Wenn du etwas baust wie Würselkraut oder Grünmond, so komm zu mir. Welche Kräuter könnt ihr mir anbieten? Oh, sehr viel, so wie es aussieht. Aber sogar Rezepte. So, Zielwasser und Heiltrank nehme ich gerne. Olginsud. Immun gegen Gift. Alkohol und Olginwurz. Ausdauerpastillen. Ausdauerregeneration. Alraunpulver. Finage. Giftzahn. Ach du meine Güte. Nee. Einbeeren noch. Habe ich schon das Waffenbalsam-Rezept? Was habe ich denn alles? Einbeersaft, Klugheit, Wundpulver. Heilsalbe habe ich, aber kein Waffenbalsam. Satuaria schütze dich. Ihr habt doch viel Erfahrung mit Kräutern. Könnt ihr mich an eurem Wissen teilhaben lassen? Du bist uns Hexen wohlgesonnen. Ich sehe also keinen Grund, mein Wissen nicht mit dir zu teilen. Ich kann dir etwas über Kräuter und ihre Zubereitung erzählen. Und dir auch einen oder anderen Zauberspruch beibringen, mein Kind. Bitte teile euer Wissen mit mir, Saphira. Oh. Plumbarum, schwerer Arm. Das ist sehr nett. Das senkt nämlich die gegnerische Attacke. Paralysestein wie Star ist auch nicht schlecht. Wenn man mal einen Gegner kurzzeitig aus dem Kampf haben möchte, Eigenschaft wiederherstellen. Kälteschock. Ja, lern den mal. Ist nett zu haben. Satuaria schütze dich. Ja, noch Rezept kaufen. Also, Waffenbalsam hätte ich noch gern. Konstitutionselixier. Das braucht halt alles Diamantenstaub und solches Zeug. Deswegen will ich das eigentlich erstmal nicht. Mein Atem geht ruhig. So. Jetzt können wir ja mal gucken. Für einen Heiltrank brauchen wir Würselkraut, Einbeeren und Zwiedestillat. Das Zwiedestillat ist eigentlich das einzige Problem. Für Einbeersaft brauchen wir Einbeeren und Quellwasser. Das bin ich. Dumm die dumm. Oh, Schlösser öffnen misslungen. Der Schwert um 18. Na klar. Okay. Hat aber beim zweiten Versuch dann doch geklappt.
Oh, da hätten wir Zwiedestillat und Diamantstaub. Und ja, wir beklauen Hexen. Ja. Ich würde gerne etwas wissen. Bist du es nicht alles auffragen? Kannst du mir mehr über die anderen Hexen sagen, wo ich sie finden kann und wie sie heißen? Jasmin, Alvin und Morla meinst du? Ich denke, mit Jasmin wirst du dich gut verstehen. Sie ist eine fröhliche Gesellin und klüger als ihre Schweine, die sie umherführt. Vor Alvin, nimm dich etwas in Acht, wenn du ihr Vertrauen gewinnen willst. Sie hat ein Herz aus Gold, aber schlägt wild und heftig. Überleg dir gut, ob du dich von ihr verführen lassen willst. Und Morla, nun, sie lebt mit anderen Menschen auf dem dunklen Forst und ich weiß gut, ihre wahre Natur zu tarnen. Ich möchte noch etwas wissen. Wieso mögen die Diener des Pyres euch Hexen eigentlich nicht? Ist da mal etwas vorgefallen? Du bist ganz schön naiv, Bursche. Hörst du denn nie ihren Predigten zu? Ihr Gott will nicht nur Ordnung, sondern erklärt auch die Magie als solche zum großen Übel in der Welt. Wir Töchter Sartorias aber spüren die Magie tief in unserem Herzen und wir lieben die Freiheit. Ja, habt ihr auch manchmal das Gefühl, zu etwas Höherem bestimmt zu sein, Saphira? Etwas Höherem? Du meinst so wie ein Elf zwischen den Baumwipfeln spazieren? Nun, in meiner Jugend war ich eine ausgezeichnete Besenfliegerin. Ich meine, ganz schöne Draufgängerin. Hihi, ach ja, die alten Zeiten. Da war noch alles gut. Gut, dann fragen Sie sich jetzt endlich mal, womit wir ihr helfen können. Ich will beweisen, dass ich euer Vertrauen würdig bin. Ihr Hexen müsst mir helfen, die magische Barriere an der Ruine zu überwinden. So ein Vertrauen wünschst du? Du kannst tatsächlich etwas für mich tun. Ich habe meinen Kochtopf dem Koch des Gutes des Dunkelforst geliehen. Doch danach hat ihn sich von den Sonnendienern abnehmen lassen, die den Topf in eines ihrer Lager geschleppt haben. Bring mir diesen Kessel wieder. Ich werde diesen Kessel für euch zurückholen, Saphira. Lebt wohl. Ja. Erlange Saphiras Vertrauen. Alvin ist mit mir zufrieden. Ich habe ihr Vertrauen erlangt. Aber wie ist Vertrauen? Ja. Danos wird die nächsten paar Tage mit Fliegenfressen zubringen. Bring Alvis zu Bola zurück. Finde Saphiras Kessel. Saphiras magischer Kessel wurde von einer Prioten-Patrouille beschlagnahmt. Er muss sich in irgendeinem ihrer Waldlager befinden. Ich sollte mich schleunigst darum kümmern, bevor er ins Hauptlager überführt wird. Nur so habe ich überhaupt eine Chance, an den Kessel zu gelangen. Ja, das wird direkt nördlich von uns sein. Okay. Wir haben noch mehr als genug Gewicht, was wir tragen können. Also hier geht es scheinbar nirgendwo weiter. Wir können mal gucken, ob es hier noch irgendwo weitergeht oder ob es hier noch was gibt. Oh, Feuermoos. Feuermoos haben wir eher selten gehabt bis jetzt. Ah, aber hier scheint es auch rumzugehen. Oh, hier klebt schönes Feuermoos an der Wand. Können wir es pflücken? Tatsache. Gut, okay, hier geht's definitiv nicht mehr weiter. Wie sieht meine Traglast aus? Ah, sieht noch erträglich aus. Ich find's lustig, der Koch vom Forst hat sich den Topf abnehmen lassen und der ist hier oben gelandet. Ja. Auf jeden Fall scheinen wir uns an sehr vielen Orten sehr viele Freunde und so zu machen. Feuerfliegen und noch mehr Feuerfliegen. Jetzt.
Thank you.